Oh, hey, da, was geht ab, Leute? Hier? Draußen? Oh mein Gott. Alter, weiß ich überhaupt noch, wie man vloggt? Ich treffe mich jetzt mit einem Kollegen für einen Glückstausch. Hat sich jetzt in letzter Zeit wieder ein bisschen was ergeben. Hier und da hatte ich schon ein paar Glückstausche in letzter Zeit, aber jetzt bin ich wieder ausgebucht bis Dienstag und ein paar Anfragen stehen auch noch an. Also jetzt geht es wieder ein bisschen ab. Man hat auch eine Menge Glücksfunde jetzt in der Quarantänezeit, sag ich mal, gemacht. Aber mehr dazu gleich jetzt dann nach dem Glückstausch. Das ist der Kollege, der mir letztens Shiny Erlöst Absol getauscht hat. Kuss geht raus. Und jetzt kriegt er. Ah, Shiny Chenaga, das habe ich gestern erst gefangen. Ansonsten hätte er einen Shiny Riolo bekommen, aber da habe ich noch. Hä? Raichu, ja, Alola. Genau, genau. 15.02. Ja, aber Riolo hatte ich noch ein paar andere Anfragen, war ein Kollege sehr, sehr interessiert. Und einen habe ich schon getauscht: Riolo gegen Riolo, Shiny Lucky. Und ich habe ja nur zwei gehabt. 15.02 ist 14.80. Hauptsache, ich habe ihn jetzt erstmal. Der Kollege war auch noch mit meinem kleinen Lucky, deswegen haben wir direkt beide getauscht. Und nachdem er mit dem Kleinen getauscht hat, ist der Kleine mit ihm direkt nochmal Lucky geworden. Also er hat sich zweimal mit dem Kleinen gegönnt. Packen sie jetzt erstmal heim und dann quatschen wir noch ein bisschen. So, da sind wir wieder. Ich bin wieder zu Hause oder zumindest kurz davor, eine Station davor, weil ich will mich noch ein bisschen umschauen auf potenzielle mögliche Stops. Bisschen scouten, hier und da was einreichen oder zumindest markieren und dann in die Gruppe schicken und dann reicht es dort jemand ein, weil ich habe keine Nominierungen mehr, ich habe schon alles verbraucht. Denn momentan geht es ja wieder richtig krass ab. Was heißt wieder? Erst zum ersten Mal geht es das richtig krass ab. Hab ein Video dazu gemacht, jetzt kommt alles durch hier, endlich. Und nee, es liegt nicht nur daran, dass die Leute jetzt mehr Zeit haben und zu Hause hocken und Sachen endlich mal bewerten. Ich weiß nicht, wo wir gerade waren. Ich wurde unterbrochen von einer netten älteren Dame, die halt Gespräch gesucht hat, gefragt hat, was ich hier so mache und so. Da war nämlich ein Spielhäuschen und Sandkasten. Habe ich jetzt hier notiert. Boah, wo war ich stehen geblieben? Ja. Ist jetzt nicht nur, weil die Leute jetzt zu Hause sind und mehr Zeit haben und Stops einreichen. Nee, nein, ich habe da auch was an ihrem System geändert und man merkt es halt richtig. Man merkt es halt richtig krass in letzter Zeit. Jetzt hier bei mir sind, kommt drauf an, wie weit man das Gebiet zählt. Wenn man jetzt den ganzen Norden oder so zählt, schon so 10 bis 12 neue Agenten dazu gekommen. Auch ein Großteil dank mir. Sag ich ganz ehrlich, bin ich stolz drauf, macht mir Spaß, deswegen machen wir das hier mal jetzt. Noch irgendwas wollte ich sagen. Mann, die Dame hat mich jetzt verwirrt. Wir sehen uns gleich noch. Schaut mal hier zum Beispiel, Leute. Richtig krasser Spielplatz. Da vorne ist auch nochmal was. Und hier nochmal so eine Bahn. Ich weiß nicht, wie man dieses Spiel nennt. Curl, vielleicht. Und das ist halt nicht eingereicht. Krasse Sachen hier im Norden. Es gibt so viel. Alter, es sind schon 10 bis 12 neue Arenen dazu gekommen. Und Stops sind, was weiß ich, viele. Und es war vielleicht 5%. Ich habe noch 20 Sachen, die durchkommen könnten, also stabile Sachen, plus noch 50 Sachen, die ich einreichen will, also es könnte hier richtig krass abgehen. Ich setze mich mal. Ansonsten ist halt morgen C-Day, Abra, vergesst nicht 6 Stunden, plus es gibt ein Ticket, es gibt eine Box mit Elite-TM für die Legacy-Attacken. Ich habe mir vorhin das Ticket gekauft jetzt mit Medaille. Dreifach Sternstaub, ist richtig mega saftig mit Sternstück natürlich und vergesst nicht, neues Feature, man kann so viele Sternstücke zünden, wie man will. Also nicht so viele, wie man will, aber mehrere auf einmal, sodass ihr nicht nach jeder halben Stunde mal checken müsst, ob das Sternstück noch läuft und so. Ist ganz praktisch. Ja, schauen wir mal, wo ich zocken werde, weil man will halt schon der Masse aus dem Weg gehen. Ich habe jetzt nicht unbedingt Bock am alten Nordfriedhof da mit den ganzen Leuten. Wobei es sind natürlich auch nicht immer so viele Leute. Also es sind nicht so viele Leute, dass ich den Atem der Leute in meinem Nacken spüre. Also so ist das natürlich nicht. Aber trotzdem, weiß nicht. Vielleicht gehe ich hin, vielleicht gehe ich nicht hin. Ich muss mal schauen. Sonntag ist wieder dieser Merkel-PvP-Tag. Es wurde ja, gab Fehler und er wird jetzt wiederholt. Beim ersten Mal habe ich nicht mitgemacht. Kein Interesse, ich habe schon meinen Shiny Lucky Merkel. Aber ich habe jetzt einen Tauschkollegen, Glückstausch. Ich habe gerade einen Shiny Merkel. Da habe ich gesagt, ja, wenn du willst, wir können warten, bis dieser Tag halt da ist. Ich versuche mein Glück, hole mir einen Shiny Merkel und dann können wir den tauschen. Deswegen, mit ihm tausche ich jetzt dann am Dienstag und mehr geht momentan auch nicht.
Ja, schauen wir mal. Ich markiere mir jetzt erstmal hier die Stops. Viele fragen mich immer, Hong, zeig mal deine Eingleichung und dies, das. Kann ich schon mal machen. Es sind eigentlich nur die Spielplätze und sowas. Ab und zu mal auch ein bisschen was Außergewöhnlicheres, ein paar Hausverzierungen oder sowas. Und jetzt habe ich zum Beispiel das hier entdeckt. Also die Kirche an sich ist schon eine Arena, aber die ist halt, wenn ihr es hier seht, hier am anderen Ende. Seht ihr leider nicht, ist sehr spiegelig. Das hier ist so ein Kreuz an der anderen Wand. Das ist, glaube ich, nicht mal dasselbe Gebäude. Also der Turm ist eine Arena und das ist die Hauptkirche, glaube ich. Gockel auf dem Kreuz oder sowas, zum Beispiel. Ich glaube, das war der Segen Gottes. Der Segen Gottes, dass das ein neuer Stop wird. Ich meine, sowas ist ja offensichtlich. Ist halt nur schwer einzureichen momentan. Mit den ganzen Zäunen und sowas. Und den ganzen Bändern und sowas. Aber gute Kandidaten gibt es hier sehr, sehr viele. Zoom! Zoom, der nicht vorhanden ist, aber zwei fette Spielplätze, die direkt ins Auge stechen. Ich meine, easy. Easy money, oder nicht, Leute? Schaut's mal. Krasse Spielplätze. Und da hinten auch noch Jackpot. Yo, es ist ein Ticken später und es ist gar nicht so viel passiert, wie ich eigentlich mir vorgestellt hatte. Deswegen hatte ich ja eigentlich auch wieder die Kamera rausgehauen, aber ja, was soll passieren? Schauen wir mal, was morgen beim Abriss-T-Day passiert. Ich hoffe, da passiert ein bisschen mehr. Ich habe jetzt die Stops vorbereitet. Ich hatte einen Screenshot gemacht vom Spiel im Spiel und ein Foto immer jeweils. Und die habe ich jetzt dann zu Hause nochmal gecheckt auf der Map bezüglich der Zellen, wo man es am besten hinstellen sollte, falls es nah beieinander ist, so dass zwei vielleicht entstehen. Ich habe den Ort auf dem Screenshot markiert und das Bild vom Stop, potenziellen Stop, mit eingefügt. Und jetzt habe ich, glaube ich, 30 ungefähr. Wobei auf manchen Screenshots direkt zwei Sachen eingekreuzt sind. Deswegen sind es mehr als 30 potenzielle Stops. Hauptsächlich nur Spielplätze und sowas. Ich würde sagen, 99% nur Spielplätze. Ganz, ganz wenige andere Sachen. Wenn es hier mal richtig abgeht, mache ich vielleicht mal ein Update, weil das interessiert echt viele. Momentan geht es echt ganz gut ab. Heute kamen wieder zwei neue, morgen kommt ein oder zwei neue. Gestern, also eigentlich jeden Tag mindestens einer, seitdem das so in Schwung geraten ist. Ja, das, was ich jetzt vorbereitet habe, die potenziellen Stops, schicke ich, glaube ich, hier ein paar Leuten. Oder ich mache eine extra Gruppe auf und jeder, der hier im Norden was einreichen kann oder will und mir da helfen will, kann in die Gruppe und dann geht's ab. Mal schauen, ob das C-Day morgen auch abgeht. Euch viel Spaß, viel Glück, viel Erfolg. Ja, mehr passiert die Tage halt leider nicht. So ist das Leben. Aber das ändert sich hoffentlich irgendwann wieder. Euch viel Spaß, viel Erfolg morgen. Immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon Serious Business.